Schürgen, Sie waren heute mit Gastgeber, haben die Fijentry willkommen geheißen, einmal Tor und Türe geöffnet von Ihrem Stall. Wie gern haben Sie auch die Amateurreiter mal zu Hause empfangen? Ja gut, durch meine Söhne kam natürlich zum Amateursport und müssen natürlich auch unterstützt werden. Und war natürlich schön, dass Sie heute da waren. Und ich denke, dass ihr eine große Freude gehabt, meinen Stall zu besuchen. Und es hat Ihnen auch gefallen. Es ist ja schön, wenn ich Sie mal so abseits der Rennbahn erlebe. Am Renntag selber sind Sie ja doch oft eingespannt und hektisch. Wie gehen Sie in die neue Saison als Champion? Gut, der Stall ist gut gefüllt mit jungen Pferden und die zwei waren letztes Jahr nicht so gut in Form und ich denke, dass sie es dieses Jahr nachholen können. Und bin guten Mutes, dass wir gute Pferde haben und wir kommen gut vom Start und die Arbeitsleistungen sind schon zufriedenstellend. Und wir fangen jetzt mit dem Grundtraining an, aber ich denke schon, dass sich einige anbieten werden und für die passenden Rennen werden wir auch passende Pferde haben. Passende Rennen sind ja immer so schöne wie das Mehl-Mühlens-Rennen, das Derby. Haben Sie da schon ein paar Pferde im Auge, die diese Route gehen können? Ist noch ein bisschen früh. Ich denke schon, so Starlight Express, Soundcheck, Boa Rock ist noch nicht gelaufen und von Gustavus Landin. Das sind schon interessante Pferde für die Saison und da warten wir erstmal ab. Ich weiß, es kann sich natürlich immer noch von Woche zu Woche ändern. Gerade im Winter weiß man das noch nicht genau, wie sie dann rauskommen. Aber das war doch schon ein Anfang. Und ich denke, als Trainer-Champion da auch so ein kleiner Ehrgeiz, den Titel verteidigen zu wollen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind gut mit der Saison gestartet und ich hoffe, dass es weiterläuft. Ich meine, auf der Sandbahn-Saison haben wir nicht so viel Starter, aber wenn die gute Saison losgeht, denke ich, dass wir voll dabei sind und ich freue mich auch drauf. Fangen wir dann an, wenn die Zweijährigen letztes Jahr, wenn es nicht ganz so glücklich lief, wie ist es dieses Jahr? Noch schwieriger zu sagen. Noch schwieriger, weil die Zweien sind jetzt erstmal angeritten und ist ja im Februar noch ein bisschen zu früh zu entscheiden. Aber ich denke, dass wir interessante Zweijährige haben von verschiedenen Besitzern und dass wir da schon positive Saison eingehen.